Europameister, Weltfußballer, Steuersünder. Für Cristiano Ronaldo wird es ernst. Vorbei an der wartenden Presse fährt er direkt in die Tiefgarage des Gerichtsgebäudes. Dort musste sich der Superstar von Real Madrid heute verantworten. Der Verdacht: Steuerhinterziehung. Sein Sprecher versucht, den Ball flach zu halten. Der Spieler hat seine Aussage gemacht, alles ist in Ordnung, er fährt jetzt nach Hause. Ganz so in Ordnung ist es aber nicht. Zwischen 2011 und 2014 soll der Portugiese 14,7 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben. Mithilfe von Briefkastenfirmen habe er Einnahmen aus seinen Vermarktungsrechten verschwiegen. Ronaldo hat eben nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht alles zu versteuernde Einkommen angegeben in seiner Einkommensteuererklärung. Der hat nur 23 Millionen als in Spanien generiertes Einkommen angegeben und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es über 80 Millionen sind. Ebenfalls zu klären die Rolle von Ronaldos Berater Jorge Mendes. Mehrere seiner Schützlinge sind zuletzt in Verdacht des Steuerbetrugs geraten. Unter ihnen auch Manchester United-Trainer José Mourinho. Bereits vor knapp einem Jahr verurteilt wurde Ausnahmespieler Lionel Messi. Der 30-Jährige soll mehr als 4 Millionen Euro unterschlagen haben. Das Urteil: 21 Monate Gefängnis. Glück für den Superstar. In Spanien muss eine Haft unter 2 Jahren nicht angetreten werden, wenn die Person zuvor nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Cristiano Ronaldo bestreitet die Vorwürfe, bekräftigt, er habe ein ruhiges Gewissen. Und sein Anwalt lässt verlauten, wenn überhaupt, ist der 32-Jährige ein Opfer schlechter Ratgeber geworden. Wenn es da zu strafbaren Handlungen gekommen sei, dann seien die Berater eben haftbar zu machen. Die Steuerberater, die Anwälte, nicht Ronaldo selber. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine lange Haftstrafe. Aufgrund der viel höheren Summe der hinterzogenen Millionen ist aber zumindest fraglich, ob auch Ronaldo dann um einen Haftantritt herumkommen würde.